Hallo und herzlich willkommen zum fünften Tutorial in der neuen Tutorial-Serie. Mein Name ist Marco von StageLight und heute möchte ich euch zwei Premium-Funktionen in StageLight vorstellen, mit denen das Cue-Programming um einiges effektiver und auch hübscher funktioniert. Und dafür brauchen wir Capture. Capture ist eine 3D-Bühnenvisualisierungssoftware, die ich auch schon in dem zweiten Tutorial verwendet habe, wo es darum ging, die Cues zu programmieren. Und Capture bietet eine Schnittstelle an. CITP steht für Konsole Interface Transportprotokoll. Und mit CITP, um CITP in StageLight nutzen zu können, müssen wir zwei Schritte tun. Schritt Nummer 1 ist, wir brauchen ein Premium-Paket, da es sich ja um eine Premium-Funktionalität handelt. Und zwar brauchen wir für CITP mindestens das Premium XL-Paket. So, ich in meinem Fall habe dieses Paket bereits, daher kann ich Capture CITP nutzen. Der zweite Schritt, den ich tun muss, ich muss CITP in den Settings aktivieren. So. In der StageLight-App, wie auch in Capture, habe ich das Setup vom zweiten Tutorial. Ich verlinke euch das Tutorial nochmal, wo ihr nochmal nachschauen könnt, wenn ihr Fragen habt, wie wir diese Cues damals programmiert haben. Und heute zeige ich euch das, wie wir das mit Capture nochmal eine Spur einfacher machen können. Und damit fangen wir an. Wir haben aktuell in StageLight die erste Cue aktiviert, das war sozusagen jetzt die blaue. Und wir haben die dritte Cue aktiviert, die praktisch zusätzlich noch den Zoom-Level verändert hat. Diese beiden Cues nehmen wir als Basis und nehmen jetzt nochmal neue Positionen auf und das in Capture. Dazu schalten wir zuerst und aktivieren wir zuerst in StageLight das Cue Recording. Der Button beginnt wieder zu blinken und jetzt wechseln wir in Capture und fangen an, in Capture die Moving Heads zu positionieren. Und das geht hier natürlich viel einfacher, weil in Capture natürlich die 3D-Informationen verfügbar sind. Wo hängen die Scheinwerfer? Wo stehen die Musiker auf der Bühne? Und ich kann jetzt in Capture einfach so einen Scheinwerfer hier markieren und dann auf den Scheinwerfer fokussieren, auf den Punkt im geometrischen Raum, wo ich das haben möchte. Also nehmen wir zum Beispiel den dritten, gehen wir nach hier, den, dann nehmen wir den wieder noch hier hin und so weiter und so weiter. So, jetzt haben wir die Moving Heads anders positioniert und jetzt können wir wieder in Stage das Ganze als Cue ablegen. Dazu wechsle ich wieder in StageLight und speichere das jetzt erneut als Cue ab. Die zweite Funktion, die mit CITP in StageLight genutzt werden kann, sind die Live-View-Image. Wir sehen das jetzt schon, für die neu angelegte Cue wird automatisch ein Live-View-Image von Capture gerendert und über die Schnittstelle übertragen. Das macht es dann natürlich viel intuitiver, diese Cue-Buttons zu benutzen. Und das können wir auch nachträglich noch machen für die Bilder, die noch nicht so ein Live-View-Image haben. Habe jetzt Cue1 aktiviert, gehe jetzt in den Settings-Bereich zu der Bildansicht und sage hier über diesen Button, ich möchte ein Live-View-Image haben. Und jetzt laden wir das Live-View-Image über die Capture-Schnittstelle. Das gleiche können wir natürlich auch für die grüne Cue machen. Und so weiter und so fort. Das war's schon wieder mit dem fünften Tutorial zu dem Thema Capture CITP und was wir in StageLight damit alles anstellen können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.